Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Maxi und in diesem zweiten Teil geht es um die Kompetenzen und Standards im Rahmen Lapland Sport für Berlin und Brandenburg. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Peter studiert Sport in Berlin und hat von seiner Kommilitonin Aische im ersten Teil die Zielsetzungen des Schulsports und das Modell einer sport- und bewegungsbezogenen Handlungskompetenz im Rahmen Lehrplan Sport für Berlin und Brandenburg erklärt bekommen. Nun geht es mit den Kompetenzen und Standards weiter. Aische, kannst du mir erklären, was der Rahmenlehrplan mit den Standards meint? Mit den Standards kann die Entwicklung der Kompetenzen von den Heranwachsenden überprüft werden. Standards beschreiben, welche Kompetenzen die Lernenden in den entsprechenden Jahrgangsstufen nachweisen müssen. Wir haben vor unserem Mensa-Besuch über die vier Kompetenzbereiche im Rahmenlehrplan Sport gesprochen. Die Standards des Kompetenzbereichs Bewegen und Handeln sind bewegungsfeldspezifisch und können mithilfe verschiedener Inhalte eines Bewegungsfeldes überprüft werden. Für die Bewegungsfelder Bewegen an Geräten oder Bewegen im Wasser existieren zum Beispiel relativ konkrete bewegungsfeldspezifische Standards. Die Standards der Kompetenzbereiche Interagieren, Reflektieren und Urteilen sowie Methoden anwenden sind bewegungsfeldübergreifend. Das heißt, sie finden in sämtlichen Bewegungsfeldern und deren Inhalten statt. Die Standards für diese drei überfachlichen Kompetenzbereiche können also mithilfe von Inhalten und verschiedenen Bewegungsfeldern entwickelt und überprüft werden. Dazu müssen sie jedoch noch auf die Bewegungsfelder bezogen und konkretisiert werden. Dazu später mehr. Zuvor solltest du noch wissen, dass es sich bei den Standards im Rahmenlehrplan um sogenannte Regelstandards handelt. Was ist denn mit Regelstandards gemeint? Das verstehe ich nicht. Regelstandards beschreiben, welche Voraussetzungen die Lernenden zum Beispiel in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 erfüllen müssen, um Übergänge erfolgreich zu bewältigen bzw. Abschlüsse zu erreichen. Der Anspruch bei diesen Regelstandards orientiert sich an einem mittleren Anforderungsniveau, welches im Durchschnitt bzw. in der Regel von den Lernenden erreicht werden soll. Wenn die Schülerinnen und Schüler also die Regelstandards gerade so erfüllen, erhalten sie dann die Note 4 bzw. ausreichend? Ganz so können wir das nicht sehen. Die Regelstandards sollten nicht direkt für die Leistungsbeurteilung herangezogen werden. Allerdings spielen bei der Leistungsbeurteilung auch noch andere Faktoren eine Rolle, die mit berücksichtigt werden sollten. Unter anderem der individuelle Leistungsfortschritt. Leistungsbeurteilung ist aber ein anderes komplexes Thema. Merke dir heute, dass du die Regelstandards zu einem bestimmten Prozentteil durchaus zur Leistungsbeurteilung nutzen kannst. Die Regelstandards dienen aber auch zur Einschätzung des Leistungsniveaus der Heranwachsenden, um daraus Erkenntnisse für die Unterrichtsplanung abzuleiten. Idealerweise sollte nach einer Diagnose des Leistungsstandes eine individuelle Förderung der Lernenden erfolgen. Um dies zu erreichen, sind wir als zukünftige Lehrkräfte gefordert, differenzierte Aufgabenstellungen und Unterrichtsmaterialien zu verwenden, die die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigen und möglichst passgenaue Herausforderungen bereitstellen. Das habe ich verstanden. Kannst du mir noch erklären, was mit den Niveaustufen gemeint ist? Das Niveaustufenkonzept gilt für alle Fächer. Die Standards im Sport sind auf 8 Niveaustufen dargestellt, die durch die Buchstaben A bis H gekennzeichnet sind. Sie steigen von A zu H in ihren Anforderungen und die Standards höherer Niveaustufen schließen darunterliegende ein. Die Niveaustufen dienen der Verdeutlichung potenziell möglicher Lern- und Entwicklungsgeschwindigkeiten und umfassen deshalb meist mehrere Jahrgangsstufen. Für die Lehrkräfte verdeutlichen sie also, welche Anforderungsniveaus sie in der jeweiligen Jahrgangsstufe in ihrem Unterricht in der Regel unterbreiten müssen. Können wir das noch etwas konkreter machen? Das klingt noch sehr abstrakt für mich. Ganz einfach. Im Rahmenlehrplan werden allen Klassenstufen und Schulformen bestimmte Niveaustufen zugeordnet. Für ein Gymnasium in Berlin sieht das folgendermaßen aus. Nehmen wir an, du unterrichtest in einer 8. Klasse an einem Berliner Gymnasium Sport. Für diese Klasse gilt, dass alle Lernenden die Möglichkeit haben sollen, Niveaustufe F zu erreichen. Schauen wir uns nun einmal die Vorgaben für Niveaustufe F etwas genauer an. Wir hatten gesagt, dass die Standards und die dazugehörigen Niveaustufen des Kompetenzbereichs Bewegen und Handeln bewegungsfeldspezifisch sind. Dies bedeutet, wir müssen bei den konkreten Bewegungsfeldern nachschauen.
Für jedes Bewegungsfeld sind spezifische Bewegungs- und Handlungskompetenzen in Teilbereiche aufgeschlüsselt, für die dann wiederum Kompetenzerwartungen für die einzelnen Niveaustufen formuliert werden. Nehmen wir als Beispiel das Bewegungsfeld kleine Spiele. Dieser Inhaltsbereich ist in Taktik sowie Spiele spielen, Spiele verändern aufgeteilt. In der 8. Klasse ist die Niveaustufe F anzustreben. Dies bedeutet für den Bereich Taktik, dass die Lernenden im Spiel unter anderem einfache Finten, also Körpertäuschungen, anwenden können. Dies muss entsprechend in der 8. Klasse als konkretes Lernziel formuliert und mit den Heranwachsenden im Sportunterricht exemplarisch für mindestens eine ausgewählte kleine Spielform thematisiert und eingeübt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Niveaustufe bei kleinen Spielen zur Vorbereitung zum Handball oder zur Vorbereitung vom Ultimate Frisbee angestrebt und überprüft wird. Konkret könnte ein Lernziel folgendermaßen lauten. Die Schülerinnen und Schüler können beim Spiel Frisbee fangen mindestens eine einfache Wurffinte mit einem Sternschritt als sinnvolles taktisches Mittel anwenden. Ah, nun wird mir das klarer. Im Idealfall beherrschen die Lernenden angemessene Finten für einfachere bzw. andere kleine Spiele bereits in Stufe E in der 7. Klasse. In der 9. bzw. spätestens in der 10. Klasse sollten sie dann vermutlich in der Lage sein, verschiedene Finten funktional, also effektiv für unterschiedliche Spielsituationen umzusetzen. Du hast es verstanden. Ist ja wirklich gar nicht so schwer. Lass uns doch auch einen der weiteren Kompetenzbereiche konkretisieren. Gerne. Du weißt ja, für die Kompetenzbereiche Interagieren, Reflektieren und Urteilen sowie Methoden anwenden sind die Standards für die entsprechenden Niveaustufen bewegungsfeldübergreifend und können dementsprechend in sämtlichen Bewegungsfeldern umgesetzt und erreicht werden. Lass uns mal die entsprechende Tabelle dazu vor Augen führen. Ja, habe sie hier. Für die Niveaustufe F ist beim Kompetenzbereich Methoden anwenden unter anderem formuliert, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Lernstand und ihre Leistungsentwicklung kriteriengeleitet dokumentieren können. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt mir der Rahmenlehrplan die Freiheit zu entscheiden, in welchem Bewegungsfeld ich diese Kompetenzerwartung als Lernziel formuliere, üben lasse und dann zum Teil zur Leistungsbeurteilung heranziehe. Absolut richtig. Kannst du dir spontan einen Inhalt aus einem Bewegungsfeld suchen und ein passendes Beispiel für diese Kompetenzerwartung formulieren? Entscheidend ist, dass nun im Gegensatz zur Niveaustufe D die kriteriengeleitete Dokumentation des Lernstandes ohne eine Anleitung erfolgt, also selbstständig. Kriterien kennst du ja, unter anderem von Kompetenzrastern, zum Beispiel zu einer Bewegungstechnik oder einem Sozialverhalten. Dokumentieren ist ein Operator und meint, einen Sachverhalt schriftlich, grafisch oder digital festzuhalten. Ein Trainingsfortschritt kann zum Beispiel kurzfristig in einer Sportstunde schriftlich oder mit einer App mit einem Kompetenzraster erfasst werden. Mittelfristig kann für eine Unterrichtsreihe auch ein Lerntagebuch bzw. ein Portfolio zur Dokumentation eingesetzt werden. Verstehe. Ich versuche es mal. Als Bewegungsfeld nehme ich Spiele und als Inhalt wähle ich aus den Endzonen und Schlagspielen Ultimate Frisbee. Da kenne ich mich nämlich aus. Ein Lernziel könnte folgendermaßen lauten. Die Schülerinnen und Schüler können die Technikmerkmale für die Ausgangsstellung sowie die Aushol-, Wurf- und Ausschwungphase beim Rückhandwurf mit dem Frisbee anhand eines Kompetenzrasters selbstständig dokumentieren. Mensch Peter, super! Nun hast du eine bewegungsfeldübergreifende Kompetenzerwartung auf ein Bewegungsfeld bezogen und konkretisiert. Danke. In den Stufen G und H sollen die Lernenden dann in der 9. und 10. Klasse einen spezifischen motorischen, sozialen oder kognitiven Lernstand bzw. Entwicklung nicht nur dokumentieren, sondern auch auswerten können. Genau. Die Steigerung liegt hier darin, dass die Lernenden auf der Basis ihrer Dokumentation von Ergebnissen zu einer abschließenden Gesamtaussage gelangen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Lernenden auf der Basis von Kompetenzrastern ihre eigene Leistung oder auch die Leistung ihrer MitschülerInnen bewerten können, zum Beispiel mit einer Schulnote. Dafür benötigen die Lernenden entsprechende Sachkompetenzen. In deinem Beispiel zu den Technikmerkmalen beim Rückhandwurf mit der Frisbee. Und wir Lehrende benötigen anscheinend auch entsprechende Kompetenzen, um angemessen mit dem Rahmenlehrplan umgehen zu können.
Mir war zum Beispiel nicht bewusst, wie wichtig es ist, auf die Operatoren bei den Standards zu achten. Auch war mir nicht bewusst, wie wichtig entsprechende Sachkompetenzen im Bereich Bewegen und Handeln sind, damit ich die bewegungsfeldübergreifenden Kompetenzen sinnvoll konkretisieren kann. Sehr schön, du durchdringst den Rahmenlehrplan. Nun brauche ich aber eine kleine Pause. Lass uns mit den Themen und Inhalten gleich weitermachen. So, und nun seid ihr an der Reihe. Nehmt euren Rahmenlehrplan und kopiert jeweils einen bewegungsfeldübergreifenden Standard der Kompetenzbereiche Reflektieren und Urteilen, Interagieren sowie Methoden anwenden für eine Niveaustufe eurer Wahl in eine Tabelle. Konkretisiert diese anschließend in einer neuen Zeile in eurer Tabelle für einen Inhalt aus einem Bewegungsfeld eurer Wahl. Ihr könnt euch dabei an dem Beispiel für Methoden anwenden beim Rückhandwurf mit dem Frisbee orientieren. Viel Freude und Erfolg!